Okay, wow, Freunde, das ist er, der Tiefpunkt. Herzlich willkommen hier in Kopenhagen auf dem Klo. Weil, was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte eine super geile Ranking-Überleitung machen. Und was ist dann passiert? Ich wurde von der Kopenhagener Flughafenpolizei abgeführt und ich musste mein komplettes Footage löschen. Und warum? Weil Reisen suckt. Reisen ist nur in Videospielen cool, denn in Videospielen gibt es Schnellreise und wenn, dann ist es mal eine kurze Cutscene und schon ist man von A nach B gereist. Hier ist der Ton scheiße und das Intro eine Katastrophe. Und wisst ihr was? Hier sind jetzt 10 Sachen, die nur in Videospielen geil sind, im wahren Leben aber furchtbar arschsaugen. Es gibt doch nichts Schöneres als Loot. Hier eine Heilpflanze, da ein Mana-Trank, ein neues Schwert, ein zweiter Helm. Ach, und dieser abgebrochene Schlüssel, keine Ahnung, was man mit dem machen soll, aber ich nehme ihn erstmal mit. Und ja, so fängt's dann an. Gerade Rollenspielfans kennen das. Und ehe man es sich versieht, hat man 312 Rattenknochen, 65 Lurker-Zähne und leidet an chronischem Rucksackübergewicht in der Itemtasche. Oder aber noch schlimmer, es gibt erst gar kein Item-Limit. Während es in Videospielen also zum guten Ton gehört, absolut jeden Ramsch und jeden noch so unbrauchbaren Mist einzusammeln und zusammenzuramschen, ist das im wahren Leben absolut nicht empfehlenswert. Ehe man es sich versieht, ist man zum Messi degradiert. Hat sich die komplette Bude zugemüllt, meidet Sozialkontakte und vereinsamt, stinkend und abgeschottet zwischen sauren Milchkartons und verwesenden Haustieren, die man einfach nicht mehr findet. Oh, guck mal, ein Schalter und irgendwas hat irgendwo geklickt. In-game heißt das meist so viel wie yes. Irgendwo hat sich was getan. Irgendwo und irgendwie werde ich belohnt für dieses Schalterrätsel. Vielleicht eine supergeile Waffe. Vielleicht eine ultrageheime Levelpassage oder ein Easter Egg. Cool, ich kann es kaum erwarten. Im wahren Leben nervt das allerdings wie die Pest. Welcher blöde Schalter war man nochmal für die Sicherung oder was auch immer? Warum geht das Licht plötzlich im hinteren Teil des Zimmers an, wenn der Schalter doch für den vorderen Teil ist und der für den vorderen Teil im hinteren Teil des Zimmers? Und ganz ehrlich, Hotelzimmer erst. Wie geht hier überhaupt eine dieser bekackten Lampen aus? Ich will pennen! Ja? Schalterrätsel im wahren Leben saugen kräftig Arsch! Welche Möglichkeiten gibt es in Skyrim, GTA, Payday und Co. an Geld zu kommen? Genau, Diebstahl. Überfälle und Diebstahldelikte sind in Spielen ein probates Mittel, um schnellstmöglich an Kohle zu gelangen. Egal ob durch Skill oder pure Waffengewalt zum Beispiel. Im echten Leben ist das eher, ja, nicht sonderlich empfehlenswert. Statistisch werden beispielsweise Banküberfälle binnen 2 Jahren aufgeklärt. Und das nur, wenn man sparsam ist. Wiederholungstäter werden sogar noch schneller geschnappt. Bei Raub oder der sogenannten räuberischen Erpressung droht mindestens 1 Jahr Haft. Sobald der Täter eine Waffe auch nur bei sich führt, erhöht sich die Mindeststrafe auf 5 Jahre. Das versaut einem auch echt ganz schnell den Spaß an der Sache. Wenn man sich in einer künstlich geschaffenen Spielwelt bewegt, begreift man eine Sache ganz, ganz schnell. Wirklich absolut jeder will irgendwas von dir. Töte 10 Wölfe, sammle 20 Kreuzblüten Dingeldingel, besorg 8 Vampir-Biberschwanzflossen-Schuppen, wir brauchen unbedingt ein Heilmittel, bla 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 bla. Eine Quest jagt hier förmlich die nächste. In Games macht das auch absolut Sinn, wenn mir allerdings einer vorm Büro zum Beispiel jeden Tag den Weg versperren würde und mich nicht reinlässt, wenn ich ihm im Austausch für das Öffnen der Tür nicht mindestens 15 entkoffeinierte Berliner Chai Mochaccino Pumpkin Espressi besorge und den lästigen Nachbars-Chihuahua heute, dann würde das spätestens am zweiten Tag ganz schön nerven. Bah, vor allem als eine Daily Quest. Bleh. Viele Leute, gerade Casual Gamer oder Gronkh-Fans, haben eine seltsame Schwäche für Wimmelbildspiele. Hier und da mag das Suchen nach kleinen Gegenständen in einem Haufen sinnlos zusammengewürfeltem Krimskrams sogar für Entspannung sorgen, im wahren Leben ist das aber die verfickte Hölle. Denn wenn man bemerkt, dass der eigene Autoschlüssel mal wieder verschütt gegangen ist, where the hell are my keys? Und jetzt in der eigenen Butze in genau so einem Haufen sinnlos zusammengewürfeltem Krimskrams liegen könnte, vielleicht, dann ist das purer Hass statt entspannendem Wimmeln.
Gerade in Online-Multiplayer-Shootern freut man sich über einen Res in letzter Sekunde. Wiederbeleben ist also in Spielen total geil und das gerne immer und immer wieder. In echt ist das zwar auch immer noch super, aber mit enormen Risiken verbunden. Wenn man sich dann noch überlegt, dass ein fähiger Sunny auf dem Schlachtfeld in-game bis zu 10-mal in einer Runde wieder aufstellt, dann wäre das in der Realität die absolute Hölle für den menschlichen Organismus. Irreparable Organ- und Hirnschäden mit eingeschlossen. Yay. Videospiele mühen sich zum Teil wahnsinnig ab, Naturkatastrophen so imposant wie nur möglich darzustellen. Erdbeben, die ganze Städte zerstören, oder Überschwemmungen, die ganze Städte zerstören, oder auch Meteoriteneinschläge, die, ganze Städte zerstören. Außerdem aber schaffen Naturkatastrophen oft ganze Spielwelten, Eisplaneten zum Beispiel, oder alles versengende Dürreperioden sind extrem coole Szenarien in Spielen. In Wahrheit aber sind Naturkatastrophen eher weniger spannend oder gar spaßig. Jedes Jahr fallen mehr und mehr Menschen den Mächten der Natur in Form von Tsunamis oder Erdbeben zum Opfer oder leiden unter Hitze und damit unter Hunger und Durst. Ich persönlich für meinen Teil liebe ja Fighting Games und Beat'em-ups, dem Gegner einfach gehörigst das Fressbrett deformieren. Oh, wo sein Mods Gaudi, sag ich. Das mit dem Bayern überlasse ich mal lieber dem Haider. Also, egal ob simulationslastige Titel wie zum Beispiel UFC Undisputed oder einfach Prügler wie Tekken, Dead or Alive und Co. Immer wieder ein kurzweiliger Spaß. Vor allem gegen Freunde. Und hier wird's im wahren Leben dann wiederum ganz skurril. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, seinen Freunden mit Anlauf ins Gesicht zu treten, sich gegenseitig durch Hauswände zu boxen oder einfach jede Regel oder die Verwendung von Handschuhen mit voller Wucht ins Gesicht zu schlagen. Nun ja, klar, es gibt Sportarten, wie zum Beispiel das Bareknuckle-Boxing, aber auch da ist das schnell vorbei und zeigt eindrucksvoll, wie das wehtun kann. Autschen! Wenn man also nicht gerade Kampfsport-Enthusiast ist, ist das mit der mutwilligen Körperverletzung im Real Life, eher nicht so richtig lustig. Bringen wir es mal auf den Punkt. In Shootern hat man vor allem online genau eine Aufgabe. Nach ihrem Leben trachten, alle abschlachten, alle töten, kalt machen. Ja, klingt jetzt zugegebenermaßen etwas stumpf, aber ist ja nun mal der Fall. Gerade in Spielen wie Call of Duty farmt man Kills im Sekundentakt und hier wird es immer dann am schönsten, wenn man so ein 13-jähriges Mistblag erwischt, das sich dann im Voice-Chat aufregt wie ein abgestochener Heliumballon auf Crack. Im wahren Leben, bringen wir es mal auf den Punkt, wäre das undenkbar. Nicht nur, dass man als geistig gesunder Mensch nicht in der Lage wäre, einfach so auf unzählige andere Menschen zu schießen. Nein, wenn man hier auch noch die Kinderkomponente dazu rechnet, dann wird's ganz widerwärtig. Ihr seht also, das macht wirklich nur und ausschließlich in einem Spiel Spaß. Platz 1 der Dinge, die nur in Games geil sind, aber auf gar keinen Fall im wahren Leben, ist eine Zombie-Apokalypse. Während eine Welt voller Untoter zu meinen absoluten Lieblings-Spiele-Szenarien gehört und ich mich unfassbar gern durch Spiele wie Resident Evil, Dead Island oder andere, zum Teil indizierte Titel, die ich hier aus Jugendschutzgründen nicht nennen darf, ich sag mal sterbendes Licht, ballere und schnetzle und auch zu den Leuten gehöre, die sich mit Freunden immer wieder darüber unterhalten, dass man doch selbst sicherlich ziemlich gute Überlebenschancen in einem Zombie-Setting hätte, glaube ich tief in meinem Inneren, dass wir alle im Fall einer echten Zombie-Apokalypse ganz schnell den Arsch hochreißen und draufgehen würden. Auf unsere Liebsten schießen, wenn sie infiziert sind, die ständige Gefahr und die Wachsamkeit, Panik und Mangel an Vorräten, plündern, mit anderen Menschen um Nahrung und Wasser kämpfen? Nee, Freunde, ganz ernst, ein Überfall der Untoten oder Infizierten oder wie auch immer mag in Videospielen unendlich amüsant sein. Im echten Leben aber wäre das wohl recht schnell unser aller Ende und eher kein sonderlich großes Vergnügen. So, Boys und Girls, jetzt könnt ihr mal noch einen Daumen hoch geben für den beschissenen Sound im Intro und Outro. Ansonsten allerdings war das Video wahrscheinlich, und ich hoffe es sehr, verhältnismäßig informativ und auf National Geographic Niveau, so wie fast alle unsere...
Was soll's. Macht euch noch einen traumhaften Tag. Ich sperre mich jetzt hier weitere 2 Stunden auf dem Klo ein, in der Hoffnung, keiner nimmt mir die Kamera weg.